Nun sind wir hier auf der Grünen Woche 2020. Herr Höhn, Sie haben ja auch bei Florida Eis wieder einiges an neuen Dingen, neue Geschmacksrichtungen und auch ein paar interessante Informationen. Ja, natürlich. Schönen guten Morgen erstmal oder schönen guten Tag. Wir sind wieder auf der Grünen Woche Berlin und die Grüne Woche und Florida Eis ist ein Team geworden. Und somit haben wir einen tollen Stand wieder mit einer schönen blauen Palme. Ja, wir sind natürlich kreativ und das bleiben wir natürlich. Der erste Elektro-LKW mit Tiefkühlung der Welt steht bei uns auf dem Hof. Permafrostboden haben wir geschaffen, den Superfilter, Feinstaubfilter für Abgasreinigung haben wir. Aber auch dieses Jahr und jetzt geht es endlich los, wir haben die echte ökologische Verpackung. Eine Neuheit aus Finnland, natürlich aus Bagasse, aus Pflanzen hergestellt, ohne chemische Zutaten. Also diesen Becher könnte man theoretisch auch essen, soll man natürlich nicht, Gottes Willen. Das Eis, was da drin ist, das soll man essen. Aber den Becher kann man wirklich in die Landschaft werfen, ohne schlechtes Gewissen. Macht man natürlich nicht, der kommt natürlich in die Biotonne. Und so gesehen sind wir da auch wieder ganz weit vorne. Wir sind die Ersten, die mit so einem Becher kommen und konkurrenzfähig. Ab wann ist der erhältlich? Ich denke mal ab März, April. Ab April garantiert werden wir ihn auf den Markt bringen. Nun haben Sie ja gesagt, das kommt aufs Eis an und da gibt es auch wieder neue Geschmacksrichtungen, wie ich gehört habe. Natürlich, 2020, die goldenen 20er und da haben wir Heidelbeer-Vanille, eine ganz tolle Mischung. Schmeckt, glaube ich, jedem, ein ganzjahres Eis. Einfach mal probieren. Gibt es noch irgendwelche Zukunftsaussichten? Haben Sie noch Pläne? Naja, wenn ich jetzt meine Pläne Ihnen sage, denn ich möchte gerne, wir sind ja eine CO2-neutrale Eisproduktion, ich möchte gerne die CO2-freie Eisproduktion schaffen. Und daran arbeite ich natürlich und habe das Modell schon fertig. Aber der Weg ist lang und wenn die Kunden uns treu bleiben, dann denke ich mal, werde ich das Ziel erreichen. Wir werden Sie dabei begleiten und darüber berichten. Ich bedanke mich. Auch der regierende Bürgermeister besuchte den Florida-Eisstand. Hallo, schön, dass wir uns sehen. Hallo, ja, gut geht's. Und Sie sind auch wieder hier? Ja, wir sind hier. Ach ja, wenn Sie noch was naschen wollen, herzlich willkommen. Ja, danke. Aber Sie haben ja auch hier wieder miteinander geholfen. Das war wieder ein toller Stand. Bis bald. Danke, tschüss. Danke. Dann lecker. Hammer. Und dank CO2-neutraler Eisproduktion schmeckte das Eis den Besuchern auch mit gutem Gewissen.